Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Pandemie und Gesellschaft. Wir haben Fragen an Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Kultur und Politik. Was passiert gerade? Welche Ideen gibt es? Wie geht es weiter? Mein Name ist Michael Sonjenko. Ich arbeite als Projektmanager im Bereich Gesellschaftspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Gast heute ist Caroline Schwarz. Sie ist freie Journalistin, Faktencheckerin und Trainerin. Im Februar 2016 gründete sie das Projekt hoaxmap.org, über das Falschmeldungen über Geflüchtete zusammengetragen werden. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Caroline, was wird in deinem Bereich mit Blick auf Pandemie und Gesellschaft gerade diskutiert? Was davon ist für politisch interessierte und engagierte Menschen wichtig zu wissen? Im Moment gibt es relativ viel Diskussionen über Desinformation, Verschwörungsmythen im Netz. Die WHO hat schon im Februar vor einer Infodemie sogar gewarnt. Das ist so ein neues Wort, das da aufgekommen ist. Und auch die Vereinten Nationen ja, warnen quasi davor, wie viele andere Institutionen auch. Insofern haben wir es jetzt gerade durchaus mit einiges an Arbeit zu tun, was den Bereich Fact-Checking und so weiter betrifft. Also da sind natürlich auch alle gefragt letztendlich, weil viele auch in ihrem Umfeld Falschinformationen sehen, in ihren Facebook-Feeds und so weiter. Insofern betrifft das letztlich eigentlich uns alle. Am letzten Samstag versammelten sich so 1000 Leute in Berlin zu einer sogenannten Hygienedemo. Unter den Teilnehmenden einige bekannte Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretiker. Haben Verschwörungstheoretiker gerade Konjunktur oder hat Wissenschaft Terrain zurückgewonnen? Wie siehst du das? Sowohl als auch tatsächlich. Kommt so ein bisschen darauf an, welchen Bereich der Gesellschaft man sich anschaut letztendlich. Also man muss auf jeden Fall sagen, dass Verschwörungstheoretiker und Verschwörungsmythen gerade ganz schön Aufwind erfahren, dass es da einiges gibt, auch in sozialen Medien, in Messengern gibt es große, große Gruppen und Kanäle von Verschwörungstheoretikern, die gerade sehr, sehr starken Zuwachs bekommen haben. Insofern stimmt das eine, es stimmt aber auch, dass viele Menschen sich aktuell auf die etablierten Medien verlassen, wo eben Wissenschaft ganz viel stattfindet. Wissenschaftsjournalismus ist gerade wahnsinnig wichtig. Also man muss schauen, wo man hinschaut letztendlich. Aber es ist durchaus problematisch, dass sehr, sehr viel auch Verschwörungsmythen unterwegs sind gerade. Ich habe wenig gehört über Fake News, Asylsuchende, Corona, die waren das wieder, die Fremden waren das wieder. Das kann ja jetzt auch an meiner Auswahl liegen, beziehungsweise wenn das anders ist oder wenn das Thema ist, was wird denn dagegen getan aktuell? Greifen die Also NetzDG etc.? es ist auf jeden Fall Thema, das muss man ganz klar sagen. Es gibt so zwei Narrative, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es schon die Herkunft. Also man will zum Beispiel die Geflüchteten von Lesbos nicht nach Deutschland holen, weil sie ja infiziert sein könnten. Das ist ein großes Thema. Es heißt dann auch immer, sie seien infiziert und man dürfte das nicht. Ein anderes Thema ist tatsächlich ganz viel, dass Menschen Geschichten verbreiten, dass Asylsuchende gerade heimlich nach Deutschland gebracht werden. Und dann ist immer die Rede von entweder Flugzeugen oder Bussen voller Asylsuchender, die nach Deutschland heimlich geschafft werden. Das ist tatsächlich gar nicht so neu, muss man sagen. Also es gibt diese Geschichten schon ganz lange, aber sie werden gerade eben vermehrt verbreitet, weil eben sehr, sehr viele Menschen sehr viel Zeit zu Hause verbringen und das eben sehr gut in den Kram passt für Leute, die diese Dinge verbreiten wollen letztendlich. Also wird das quasi verknüpft wird da quasi eine Verknüpfung geschaffen zwischen Asylsuchenden und der Pandemie tatsächlich. Was dagegen getan wird, ist letztendlich, dass wir sehen, dass Fact-Checking Institutionen in Deutschland wahnsinnig viel zu tun haben gerade, dass aber auch ganz viele andere Medien jetzt wieder mehr so Fact-Checking-Texte machen. Das heißt, es ist gerade wieder so eine kleine Modeerscheinung, dass eben andere Medien, die kein Fact-Checking-Team haben, unbedingt auch sich auf diese Mythen aus dem Netz konzentrieren und da eben auch vermehrt Artikel darüber schreiben. Was das
Rechtliche betrifft, würde ich nicht sagen, dass das NetzDG gerade da eine große Rolle spielt, weil letztendlich ganz viele von diesen Verschwörungsmythen und aber auch Falschmeldungen in Sachen Asylbewerber gar nicht so richtig justiziabel sind. Also man muss irgendwie schauen, dass es da Abstufungen gibt. Also es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder Urteile, Gerichtsurteile im Zusammenhang mit Falschmeldungen, die so in Richtung Volksverhetzung gingen. Letztendlich ist aber vieles von dem nicht justiziabel und nicht alle Falschmeldungen sind justiziabel. Insofern spielt das nicht so eine Rolle. Aber es gibt eben durchaus viel zu tun für Fact-Checker und viele von den Social-Media-Plattformen haben eben auch versucht, in diesem Zusammenhang mehr Moderation, mehr Regeln aufzustellen, was Falschmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus betrifft. Fact-Checking, Wissenschaftsjournalismus gewinnt oder hat Terrain zurückgewonnen. Trotzdem haben wir es mit vielen, vielen Fake News zu tun. Vielen Dank, Caroline Schwarz, für diese drei Antworten auf unsere Fragen zu Pandemie und Gesellschaft. Wer Lust hat auf mehr, in der Beschreibung des Videos findet ihr sowohl einen Link zu Caroline Schwarz, zu ihrem Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, als auch von der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema öffentliche Räume, einige Texte, Filme, Podcasts, die wir in dieser Zeit gemacht haben, beziehungsweise schon in den letzten 3 Jahren erarbeitet haben. Vielen Dank für eure Neugier und bleibt dran.